Na gut, dann kommt da die Schmelze hin. Können wir wegen dem Fässer nicht nirgends anders hinbauen. Wildlederbeinlinge. So, ihr könnt gleich mal das mittlere Haupthaus auch noch hier irgendwo hin klatschen. Auf geht's! Schon dabei. So, dann kümmern wir uns um die Eisenproduktion. Was brauchen wir alles für einen Paladin? Schmiedetempel des Lichts und eine Rüstkammer. Ja, Schießstand verzichten wir. Also zwei Schmieden, zwei Tempel des Lichts, zwei Rüstkammern. Ja, dann los! Hier bin ich. Schon dabei. Herr der Rune, Gebäude wurde errichtet. Okay, jetzt aber erstmal eine Getreidefarm. Einmal eine hier hin. Zu Diensten. Ja, Paladine bieten sich halt am ehesten an. Auf geht's! So, da kommt der nächste große Angriff. Feinde! Zu den Bögen! Und ja, da sehen wir auch schon, warum wir Menschen brauchen und warum wir eine große Armee brauchen. Hier ist alles voller Feuerwerfer nachher. Allein hier schon reinzukommen und alles auseinanderzunehmen, wird heftig werden. Wehrt euch, Schwester! Seid auf der Hut! Gut, wenn man sich's auch so überlegt, wir sind jetzt, Radigans Hauptarmee. Radigan ist in die Ecke getrieben. Wir haben einen Großteil seiner Lager und Truppen in den, verschiedenen Regionen. Wir sind in Gefahr. Auch. Ja, vorwärts. Befehl. In den verschiedenen Regionen ausgehebelt. Wohin soll ich gehen? Auf mein und Zeichen. Radigan hat sogar schon seine Eisernen, seine beiden einzigen, gegen uns geschickt. Hier bin ich. Was wünscht ihr? Dort entlang. So, das heißt, wir errichten jetzt. Eigentlich erstmal das ganz große Haupthaus. Weil die Titanen bei uns zu haben, könnte auch nicht schaden. Auf mein Zeichen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall eine Nahrungsproduktion, eine solide. Ey,
Elfenmäßig werden wir wahrscheinlich nur noch Windschützen und Heilerinnen ausbilden. Und menschenmäßig hauptsächlich Paladine. Auf meinen Befehl. Ja, zurück können wir uns hier gerade super halten. Feinde! Zu den Bögen! Sie kreisen uns ein! Hier bin ich. Ja, ich muss bald gerade was sagen. Sprech dorthin! Wie sieht's bei dem Turm nochmal aus? Hm. So sei es! Also ja, ich glaube, der Bogenturm der Elfen Gebäude hat wurde errichtet. Eine höhere Reichweite. Dafür ist der Menschen stabiler. Ich glaube, so war's. So. Jetzt errichten wir erstmal die Rüstkammern. Sie kreisen uns ein! Bereit! Zwerge haben nachher zum Glück einen Vor-Nachteil. Zwerge haben nämlich nur ein Nahrungsmittelgebäude, mit dem kann immer nur einer es arbeiten. Es sind zu viele! Auf mein Zeichen, das vorwärts! Das heißt, wir brauchen mehr... Wobei, es sind, die Gebäude sind klein zum Glück, von den Zwergen im Allgemeinen. Die bauen kompakt. Anders als Menschen und Elfen. Aber ja, wir müssen dann 5 Stück um ein Nahrungslager herumbauen. Gebäude wurde errichtet. So, noch eine Rüstkammer. Und ja, Weizen wird halt eine Weile dauern, aber zum Glück ist Weizen ja sehr ergiebig. Das ist unser Vorteil. So, dafür bräuchten wir dann Aria. Schmiede und Tempel des Lichts. Ja, auf die beiden Magier verzichte ich mal. Wehrt euch, Schwestern! Ich werde dann erstmal, sobald ich die 1000 Nahrung zusammen habe, für... Gebäude wurde errichtet. So, ihr könnt jetzt mal euren Aria-Schrein bauen. Und den Rest lasse ich jeden einzeln bauen.
Schon dabei. So, da dürfte das nicht so sehr beim Weizen im Weg sein. So. Mein Bogen rasch für die Rune. Wind. Was soll ich tun? Hier, sofort. Und ja, wie gesagt, die ersten 10 Bevölkerung, die ich durchs mittlere Haupthaus freischalte, gehen erstmal in die Windschützen. Oh, sehr schön, das Weizen wird geerntet. Also jedenfalls, die fangen an, ihr Weizen zu ernten. Das Aria wird gesammelt. Wir sind in Gefahr! Das habe ich bereits ausgeführt, das Upgrade. Habe ich nicht 2 solche Schützenhallen? Ja. Gut. Ich höre. Los, Schwestern! Auf mein Zeichen! Bewegt euch, Schwestern! Schwestern geht nicht zu nah an die Gegner. Es sind zu viele! Feinde! Zu den Bögen! Jo, erstmal den Paladin verstärken, dann den Titanen verstärken. Gebäude wurde errichtet. Wir sind in Gefahr. Wohin soll ich gehen? Windeseile. Bereit. Feinde, zu den Bögen. Wohin soll ich gehen? Rasch wie der Wind. Ja, sofort. So, alle ausschalten. Lag hier nicht eigentlich irgendeiner noch zum Plündern herum? Nö. Okay, wir haben genug Upgrade-Material. Nein, nicht für den Titanen, aber für Paladine. Neue Fähigkeit verfügbar. So, wie gesagt, das erste 10 packen wir in Windschützen. Das erhöht nämlich unsere Defense. Gutes Stück. Befehlt. So. Für die nächsten brauchen wir 1500. Das heißt, wir könnten eigentlich erstmal dann das Avatar-Upgrade machen. Naja, jetzt wird ordentlich Nahrung reingebracht durch die Farmer. Jetzt sollten wir ziemlich schnell die Upgrades beisammenkriegen. Um so wenigstens auf 60 oder sogar 70 Bevölkerung zu kommen. Neue Fähigkeit verfügbar. Sie
Sie kreisen uns ein. Ja, da buffen sich unsere Windschützen und haben eine irre Reichweite. Wehrt euch, Schwestern! Feinde! Zu den Bögen! Ja. Oh, der Angriff ist auch ziemlich groß. Wehrt euch, Schwestern! Es sind zu viele! Auf mein Schnell. Zeichen! Elend, seid auf der Hut! Ich höre. So. Vorwärts, Schwestern! Vorwärts, Schwestern! Damit haben wir eine gute Basis an Fernkämpfern. Also ja, Scharfschützen sind nicht schlecht. Allerdings sind Windschützen doch ein bisschen besser. Weil Elfen halt. So, für die ersten 10 Paladine bräuchten wir dann auch 300 Aria. Bei unseren Titanen brauchen wir auch 300 Aria, also ja. Oh, da kommt schon wieder ein Angriff.